ich kann hier erstmal bleiben. X Granata. Granata. Ist da hinlegen. Da hinterm Stein. Glaub's ja wohl. Kommt natürlich noch mehr. Oh ja. Wunderbares Dauerfeuer. Was ist der andere? Aua, noch einer. Noch mehr. Ich sollte vorrücken. Ich glaube, die spawnen und spawnen und spawnen und spawnen. Ich komme hier nicht weg. Ich wachse einfach. Wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Voll hoch von der Seite. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier verstecken soll. Besser hier. Archie, das Munitionslager gehört uns. Du kämpfst tapfer, Amerikaner. Wir müssen zurück zur Basis. Wir haben ein Problem. Okay. Was für ein Problem? Ich dachte schon, wir sollten den Schlag da reiten. Nee, ab aufs Pferd. Oh. Ziel aktualisiert. Zurück zur Basis. Reiten wie der Wind. Dein alter Herr war ein echt harter Hund. Verwette deinen Arsch drauf. Kravchenko hat ihm praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße! Mason, sieh dir das an! Oh shit. Es ist noch nicht vorbei. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Alles klar? Los geht's. Ab nach vorne in die Schlacht. Das ist so episch. Oh yeah. Wuhu. Wow. Wow. Sollte den Panzer irgendwie umgehen. Oh. Hey, was jetzt? Was jetzt? Zurückhalten, okay. Schon, komm, schon, komm, schon, weg da. Boah, war das knapp. Mason! Komm schon, Mann! Bring uns neben die Panzer! Ja, voll. Ich schmeiß mir ein paar Granaten rein. Oh, shit! Das sind wieder die Zahlen! Redet er mit dem Russen. Scheiße, Eisenhof. Der gerissene Alte weg. Woods, vielleicht sollte ich das Verhör übernehmen. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Ich habe sie in Vietnam zurückgelassen, Sergeant Woods. Sie sollten tot sein. Das hat mir niemand gesagt. Mein Freund Roman sagt, sie machen Geschäfte mit einem Typen namens Raoul Menendez. Was machen sie für ihn? Leck mich! Dieser kleine Pisser! Man sagt doch, Auge um Auge! Ja?
Das sind die Mujahideen. Die vergraben sie bis zum Hals im Sand, drehen ihre Augenlider und lassen sie in der Wüste braten. Ich kann sie schnell töten. Okay, schnell zum Wehren. Komm, 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 tu's also, nicht. Was ist mit Menendez? Tu's nicht. Ich verkaufe ihm Waffen. Das ist aber gar nicht sowjetisch. Oh, shit. Tu's nicht. Die Sowjetunion stirbt. Brauchen wir Infos. Geld ist alles, was zählt. Wohin gehen die Waffen? Kuba. Angola. Die dritte Welt. Ach, warum? Ist noch lange nicht genug, komm! Menendez will, dass ihre Welt brennt. Dazu wird es nicht kommen. Oh, er ist mächtiger, als sie denken. Er hat sogar Leute bei der CIA. Scheiße! Der Kerl will uns verarschen! Das war der Bulako! Schon nach Hause! Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Das kann nicht wahr sein. Wir haben euch doch mit den Russen geholfen! Nein. Nein, ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Wow. Was für Verräter. Euch kriegen wir noch. Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Wenn man stark ist. Toll. Dürfen wir hier unseren Weg rausfinden. Wir kriegen euch. Sind wir in der Wüste, ist ja oben begraben. Und was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Vic. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Was noch? Komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt? Wow, das ist so krank. Da fliegen wir auch schon wieder nach Hause. Das war alte Wunden. Wow, was für ein kleiner guter Flashback, würde ich mal sagen. Okay, jetzt sind wir in Indien in 2025. Verfügbare Einheiten, Seals, wir haben Geschütz und wir haben den Claw. Ah, das heißt, das ist diese Mission, wo wir die Truppen von oben befehligen können. Wir können in jede Truppe reingehen. Das sollte viel Spaß geben. Oh. Admiral on deck! Danke, Commander Mason. Sehen Sie sich das an. Der Vorsitzende Tian Shao, Anführer von Chinas Militär und Kopf der Streitkräfte der SDC-Koalition. Der Mistkerl mimt den harten Kerl, selbst vor Chinas Regierung. Die haben ihn so gut unter Kontrolle wie wir. Ein echter Einzelgänger. Der Vorsitzende Shao hat Russland bei den Eiern. Ganz fest, Commander. Wenn Russland der SDC beitritt, wird das die größte Militärstreitmacht des Planeten. Und das ist genau das, was Menendez will. Dass die Supermächte sich gegenseitig auslöschen. Im Moment sind sowohl Iran als auch Indien bedroht. Die SDC macht ihren Zug. Zeit für eine Antwort von JSOC. Mit dem ursprünglichen Angriff haben sie unsere Verteidigung lahmgelegt. Wir haben sie abgewehrt, wurden aber dezimiert. Wir halten einen weiteren Angriff nicht stand. War es die SDC, Commander? Es waren Boden- und Luftdrohnen. Basis Spectre ist entscheidend für die Nordgrenze Indiens. Schnell reagieren können wir nur, indem wir abspringen. Das Primärziel des Feindes wird sein, die Verteidigung auszuschalten, indem er die Generatoren und Satelliten ablenkt zerstört. Wenn die Systeme ausfallen, hält ihn nichts mehr vom Hauptkontrollraum ab. Wenn das passiert, verlieren wir Basis Spectre und Indien steht zum Abschuss bereit. Das müssen wir natürlich verhindern.
Okay, Primärziel. Schließen Sie 3 Eingriffstruppen, Kommando- und Kontrollübungen ab. Das ist eine gute Sache, dass wir erstmal ein Tutorial kriegen. Okay, sollten wir was überspringen? Warten wir lieber erstmal. Na, anscheinend kommt da nichts mehr. Hier wären wir auch schon. Wow, guck dir mal das Teil an. Fuck yeah. Kamerasignal ist gut. Alle bereithalten. Okay, machen wir einige Systemchecks und Trainingsmanöver. Bringen wir das hinter uns, bevor es richtig zur Sache geht. Genau. Ich will einen Funktionscheck der Claw-Kontrolle. Bereithalten. Dann mal los. Direkte Claw-Steuerung übernommen. Da wären wir auch schon in dem Ding. Wow. Boah, mit dem Ding können wir massig Schaden machen. Geschütz können wir 360 Grad drehen. Granate. Waffensystemcheck. Testen wir das Signal der Infanteriekamera. Alles klar. Infanterie unter direkter Kontrolle. Infanterie-Hartübertragung steht. Ich überprüfe, ob die Geschützkamera funktioniert. Übernehme Geschützsteuerung. Waffensysteme aktiv. Perfekt, wir können überall eingreifen. Satellitensignal, wechsel zur taktischen Karte. Tab ist die taktische Karte, darf ich nie vergessen. Ich denke, von hier oben können wir auch alles kontrollieren. Ich will sicher gehen, dass die Claw-Wegpunkte passen. Okay, drücken Sie 2 und jetzt können wir mit 4 oder Mausklick die bewegen. Claw-Einheiten beziehen Position. Das ist ja genial. Wie gesagt. Okay, gehen wir ein paar grundlegende Infanteriemanöver durch. Alles klar, wenn die sterben, die kommen nie wieder. Helmkamera verbunden. Dann können wir den Soldaten hierhin bewegen. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Gut. Einheiten unterwegs. Bereich durchsuchen. Okay, 4 haben wir alleine bewegen. Rückt vor zum markierten Wegpunkt. Gut gemacht. Na, läuft doch. Wie sind sie denn? Machen wir noch einen Check des Infanteriekamerasignals. Okay, Soldateneinheit. Bestätigt, Signal ist gut. Okay, wir setzen eine Dummy-Drohne im Bereich ein. Und dann mal her damit. Jo, da ist das Ding. So putzig. Bereithalten für Zielübung. Überprüfen wir das Signal der taktischen Übersicht. Gerne. Gewählte Einheit auf Ziel warten. Vorrücken zum Angriff. Feuer auf feindliche AGDs. Okay, dann mal los. Feuern mal. Alle Einheiten angreifen. Okay, jetzt haben wir alle. Das Claw-Ding muss erstmal dahin, ganz klar. Machen wir weiter. Das Ding dürfte Geschichte sein. AGD weniger. Nur noch ein Infanteriemanövertest zur Sicherheit. Gerne doch. Infanterie wird direkt kommandiert. Vorwärts zur Markierung. Okay, drücken Sie 4, um Soldaten der aktiven Einheit zur Position unter dem Cursor zu bewegen. Wegpunkt eingerichtet, in Bewegung. Sieht gut aus. Zum letzten Mal, als Team. Alle Einheiten zur Position vorrücken. Also gut, ich denke, das hätten wir. Gut gemacht, Männer. Das nächste Mal wird es dann ernst. Okay, dann mal los. Das könnte jetzt echt spannend werden. So die Einheiten zu befehligen in einem Ego-Shooter habe ich auch noch nie gesehen. Ich muss gucken, dass ich meinen Claw da am besten einsetze. Ich weiß noch nicht wie. Wo genau das Ding hin sollte.